Und weiter geht's mit Super Mario 64 für den N64. Ich bin Peruaner und wir spielen das Spiel jetzt so 100% durch. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber ich habe schon mal 10% gefunden, weil 120 Sterne gibt es. 12 habe ich. Locke den Arcano heraus. Das ist ein Scheiß. Also das ist eines der ist eines der Sterne. Mein Deutsch super. Ich will erstmal gucken, ob ich vielleicht zwischendurch mal die Kanone öffnen kann, die es da ja gab. Ja, kann ich. Da ist ein rosa Bonbon. Sieht ein bisschen, sieht zwar schwul aus, aber kann einen helfen, natürlich an die Kanone zu kommen. Dies ist für andere Sterne wichtig. Vor allem ist das mal wieder so ein. Könnte es auch sein, dass ich den gleich mache, weil so als Ausweichstern, weil ich gleich wieder eine Krise bekomme bei dem Stern, den wir jetzt machen sollen. Nämlich, man kann dafür lange brauchen. Das ist schon mal gesagt. Hier oben haben wir noch nichts zu suchen. Ist nur wichtig für die 8 roten Münzen. Deshalb Long Jump und runter mit uns. Unsere nächste Aufgabe ist es wieder mit diesem Aal zu kommunizieren. Zu spielen, wie immer man das sagen möchte. Nämlich hier. Ihn locken wir raus. Lassen uns am besten nicht treffen. Und auch kein zweites Mal. Weil dann wird es gefährlich. Mit unserer, weil wir Energieleiste und alles ist ja alles in einem. So. Kurz nach oben wieder gucken. Der Aal hat jetzt an seinem Schwanz einen Stern. Den müssen wir mit B versuchen zu. Greifen. Es hat funktioniert beim ersten Mal. Bevor der. Also den muss man greifen, bevor der wieder in seine Höhle da verschwindet. Das macht er relativ schnell. Man hat eigentlich nur einen Versuch, weil man dann meistens. Weil das dann meistens so ist, dass man. Getroffen wird vielleicht und dann wieder Luft holen muss und zwischendurch auch säuft oder so. Das ist mir so oft passiert. Deshalb, ich spreche aus Erfahrung. So, wir gehen gleich weiter rein, weil hier können wir noch mehr absahen als nur den Stern. Ich tauche zur Schatzhöhle. Ich probiere einfach mal einen anderen Stern mir zu schnappen. Nämlich. Einen da, wo man die Kanone für braucht. Kann sein, dass ich es das irgendwie nicht schaffe, aber dann habe ich ja immer noch die Chance, woanders lang zu gehen. So, zack. Und zack. Und hier oben befindet sich nämlich auch ein Stern. Das hat irgendwie, glaube ich, mit zu tun, ich klettere auf die Seesäulen oder so, heißt das, glaube ich. Oder besteig. Fliege zu den Steinsäulen. So war das. Okay. Den Stern haben wir dann auch. Gehen gleich weiter. Ich will das einfach hier schnell nacheinander durchkriegen. Meine Art und Weise. So, und Long Jump in die Kanone rein. Vorher den Namen vergessen. Wie nennt man das? So, diesmal lasse ich mich einfach mal. Wo ich war noch nie da oben. Jetzt weiß ich auch warum. Ich bugge in der Säule drin fest. Ist sogar üblich so. Macht man bei der Originalversion auch. Des Weiteren kommen wir zum Beispiel hier an den Stern nicht dran. Dazu brauchen wir eine Kappe, die wir erst später brauchen. Vielleicht hat jemand gemerkt, dass da irgendwo ein wie heißt es? Ein grüner Kasten war. Aber die müssen wir später aktivieren, um halt die Kappe zu benutzen und daran zu kommen. Sollte man glauben, es ist möglich und es ist mir schon damals beim Spielen passiert, dass man das auf irgendeine Art und Weise schafft, tatsächlich an diesen Stern dran zu kommen, ohne die Kappe zu haben. Spart Zeit. Auf jeden Fall. Hier, das sind solche Schalter, da aktiviert man blaue Münzen. Blaue Münzen, habe ich glaube ich auch noch nicht erklärt, sind 5 normale Münzen wert und beim 100 Münzen Stern. Aua.
sehr sinnvoll. Man sollte immer alle sammeln, nicht so wie ich gerade. Hier ist wieder eine grüner Dingsbums. Nein, ich wollte den Longjump machen, aber hab dann irgendwie das Timing voll verpasst. So, hier wieder ein Rätsel. Ich kann mal zeigen, was passiert, wenn man es falsch rum macht. Dann wird man hier so gebumst. Elektrisiert. Man sollte immer mit der hintersten Reihe anfangen bei solchen Rätseln. Weil das ist noch einfach gehalten. Dann klappt es auch. Und ich glaube, ich springe genau in die richtige Richtung. Exakt. Sehr schön. 15. Stern für uns. Hm, 33. Das ist kein neues Leben. Aber ist besser als gar nichts. Zwischendurch war übrigens ein Schnitt. Aber die wollte ich auch nicht jedes Mal angeben. Deshalb. Ach so, hier gibt es wieder. Der wird hier beleuchtet. Da gehe ich aber erst später hin. Warum der beleuchtet wird, das sehen wir dann also wirklich erst später. Ich will jetzt irgendwie erstmal noch zur Abwechslung mal noch ein anderes Level auf machen. So. Na komm. Und rein mit uns in die Schneewelt. Keine Ahnung, wie die heißt. Biberberg Bob. Naja. Rutsche auf der Eisbahn. Nein, einfacher Stern. Das ist hier, alles toll und so. Auf dem Schnee rutschen wir meistens. Das Gute hier dran ist, ich glaube, außer wenn man hier drauf fällt, wo wir gerade stehen, wenn man die weißen, man kann abkürzen, indem man sich einfach hier runterfallen lässt. Solange man das Weiße, den Schnee trifft, nimmt man keinen Schaden, sondern bleibt dann einfach im Schnee stecken. Ist bei Sand übrigens auch so. Aber das sieht man erst später, weil wir hier noch kein Sandlevel haben. So, unsere erste Aufgabe ist es. Long Jump, nicht Stampfattacke. So, noch ganz einfach, wir sollen einfach hier runter. Wird noch schwerer, das kann ich jetzt schon mal vorhersagen. So, und da hätte ich mal was noch gesagt. Hier gibt es eine Abkürzung. Die werde ich einfach mal nehmen, weil uns noch die restliche Strecke müssen wir noch mal wegen anderen Sternen einmal durchfahren. Deshalb, und nur um mal die Abkürzung zu zeigen, nicht beim nächsten Stern ist es mir nicht erlaubt, abzukürzen. Warum? Vielleicht haben welche aus einem anderen Part noch in Erinnerung, warum man bei gewissen Sachen nicht abkürzen sollte. Ja, das nur mal so als Tipp. Ich sollte mal gucken, ob ich nicht mal ab und zu extra 50 Münzen einsammeln, nur damit ich mal ein paar Leben bekomme. Naja, muss auch nicht ganz unbedingt, sein. Wir sollen ein Pinguin-Baby finden. Dieses Pinguin-Baby findet sich natürlich nicht unten oder so, sondern hier oben gleich. Und das sollen wir hier den ganzen Weg nach unten begleiten. Ich überlege gerade, ob es möglich war, hier abzukürzen. Das war es auch. Nämlich man lässt sich hier runterfallen. Bleibt im Schnee. Verliert natürlich für kurze Zeit das Baby. Aber dann kann man es wieder aufsammeln und weiterlaufen. Hat somit ein wenig Zeit gespart. Am besten sollte man sich immer springend mit dem Baby bewegen, weil sonst wird man auch, ja, ich glaube auch wegen dem Schnee ist extrem langsam. So. Aber hier. Das war blöd von mir. So, hier muss man einfach mal abwarten, weil die Schneemänner, die hier so springen, wechseln nach einer gewissen Zeit die Richtung. So. Hier laufen wir einfach so weiter. Hier werden wir wieder abkürzen. Und da ist auch schon die Pinguin-Mama. Jetzt bloß nicht runterfallen, weil man das den Pinguin verfehlt. So, hier hin. Das ist doch, Mensch Mario, da hast du mein Baby gefunden, hier nehme ich einen Stern. Und hier gibt es so zwei witzige Sachen, die man noch machen kann. Warum habe ich die jetzt gerade nicht gezeigt?
Die hole ich gleich nach. Die hole ich gleich nach. Mal gucken, was im Stern. Also, wenn man den Ping, wenn man unten der Pinguin Mama den ich den Kleinen wieder wegnehmen wollen wollte oder so, hätte die ein bisschen verfolgt und hätte einen bösen Blick gemacht. Und das Witzigste ist, glaube ich, dass ihr wie reagiert, wenn man ihr nämlich was anderes, also was heißt was anderes bringt. Eigentlich kaum zu unterscheiden. Naja, ich will mal gucken, ob ich da noch hinkomme. Das war übrigens gerade ein Teleporter. Wenn man ihr das Baby bringt, was gleich hier dann da ist, was genauso aussieht wie das vorige, dann wird die stinkig. Was soll ich mit dem Fröschchen? Das ist nicht mein Baby. Mein Baby hat eine weiche, zarte Stimme und es sieht mir natürlich ähnlich. Und das Baby sieht niemandem ähnlich. Es ist so. Tja, was sollen wir machen? Manche Eltern. So, also wir begeben uns wieder nach oben, weil unsere eigentliche Aufgabe ist es, jetzt einen schnellen Pinguin zu besiegen, glaube ich. Ja. Durch den Teleporter kommt man hier schön wieder nach oben. Mir juckt mein Ohr gerade. Deswegen mein Headset gerade ein wenig rauscht. Für euch eventuell. Also mein Mikro. Und Stampferdackel und rein hier. Unser Gegner sieht ein bisschen aus wie die Mama, die wir gerade noch vor dem Stern geholfen haben. Wir fangen am besten mit einer Longjump-Attacke an, um ein bisschen Zeit zu Weg zu sparen. Und ja, müssen hier jetzt versuchen, schneller zu sein als er oder sie, der Pinguin, dürfen auch hier wieder, wie beim Koopa, keine Abkürzungen benutzen. Und müssen auch aufpassen, dass er uns nicht von der Bahn schubst. Nämlich das kann er gut. Und außerdem versperrt er einen die Sicht. Wow, die Sicht. Beides Sachen, die gemein sind. Aber so hat noch alles funktioniert. Da musste man halt gerade noch aufpassen, dass man nicht das Eis verlässt. So, er läuft jetzt noch ein bisschen. Man sollte jetzt nicht aus der Tür rausgehen. Weil sonst, wenn ich mich nicht falsch erinnere, muss man die ganzen Sterne nochmal machen. Ich krieg jetzt eine Goldmedaille in Form eines Sterns. So. Und jetzt habe ich auch mal 50 Münzen gesammelt. Kleiner Moment, ich war gerade irgendwie am Gähnen und so und Moment. Und jetzt nochmal der provisorische Schnitt. Überlege ich, wo ich als nächstes hingehe. Ich habe so viele Möglichkeiten. Ich bleibe in der Schneewelt. Was waren das? Wie war das? Die 8 roten Münzen. Muss mal überlegen, wie kommt man da unten, wie kam ich da unten hin? Ich habe mal was probiert. Ich bin mal aus Versehen. Wo war das denn? Ich glaube. Ich will es eigentlich noch nicht unbedingt rausfinden. Wo war das denn? Ich glaube, das war hier, dass ich hier runtergefallen bin. Und nö, das war nicht hier. Wie kam ich denn da außer. Oh Gott, das ist jetzt irgendwie peinlich. Naja, auf jeden Fall bin ich da irgendwo runtergefallen. Und bin dann zum anderen Stern gekommen. Den ich euch jetzt noch nicht zeigen werde, weil ich nochmal was anderes kurz gucken möchte. Kann man den Stern. Kann man noch nicht machen. Soll ich jetzt die 8 roten Münzen sammeln? Das, was eigentlich so ein bisschen langweilig immer erscheint, aber na gut. Tipp bei den 8 roten Münzen: Man kann. Wow. Man kann nichts sehen. Nein, man kann häufig den mit dem 100 Sterne. 100. Wie sag ich mal 100 Sterne Sterns? 100 Münzen Stern verbinden. Um auch Zeit zu sparen.
Aber ist nicht unbedingt so mein. Ja, ich mach das jetzt nicht, weil ich auf den 100 Münzenstern so gar keinen Bock habe. 100 Münzenstern ist. Ja. Toll, aber irgendwie nicht so anspruchsvoll. Hier übrigens eine Schneekugel, die die was sucht. Nämlich. Sprich mit uns. Schnief, schnüff, mein einst stattlicher Körper hat sich in Wasser aufgelöst. Ich würde alles für einen neuen Körper geben. Ja, der wird wirklich, er würde wirklich alles für einen neuen Körper geben und. Wow. Ich glaube, ich sammle jetzt doch die 8 roten Münzen. Einfach nur aus dem Grund, weil ich jetzt schon ein paar habe. Muss ich mal kurz gucken. Wo denn die restlichen Münzen noch alle sind. Oh, nein. Oh. Fuck. Ach Gott. Also das Ganze noch einmal. Mann, dieser Part wird bestimmt so richtig aufregend. Nee, jetzt sammle ich nicht die roten Münzen. So, ist mich beleidigt. So, kommen wir wieder da raus, Mario. Jetzt bloß nicht falsch springen. Musst du kurz die Luft anhalten, weil ich irgendwie gerade irritiert war. Gut, wow, keine gute Sicht. Und, nein, ein falsches Timing. Also muss ich jetzt wieder umdrehen. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Wow, vielleicht zu nah. Nein, du solltest sie. Oh, scheiße. Glück. Das war einfach so probiert mit so einem Jump da alles zu bekommen. Das hätte aber auch total nach hinten losgehen können. Wow. Naja. Ich habe erst 2 Münzen. Ich habe da oben. Ich wollte gar nicht die Münzen machen. Ach, Idiot. Ich hab die jetzt natürlich auch nur eingesammelt, damit meine Energie mal wieder aufgeladen ist. So. Wir wollen nämlich jetzt was anderes machen. Wir benutzen diesen Lift. So, und springen jetzt ab. Nicht um das Schild zu lesen, nicht um das Schild zu lesen. Wow. Wir sehen uns da gleich wieder. So, ich wollte auch nur mit dem Bonbon sprechen. Aber manchmal bin ich dafür. Achtung, starke Böhne, es könnte auch eine aufregende Reise werden. Rede mit mir. Ich mache die Kanone abschussbereit. Ja, starke Böen haben wir unten ja auch schon gesehen. Die haben uns ja ein Stück weiter fliegen lassen. Ja, dann kann ich da rein. Wow, fliegen wir hoch. So, jetzt kommt einer dieser, ja, Kanonenschüsse, die ein wenig nervig sein können. Wir müssen da hinten an den Baum. Genauso. So, als nächstes begeben wir uns dann nämlich hier weiter und weiter und weiter. Ich glaube, der Stern, den wir jetzt machen, der heißt Denke an den Wandsprung. Warum? Der so heißt, das werden wir auch gleich noch sehen. So, erstmal Long Jump. Und dann der Wandsprung, den ich jetzt hier schön versagt habe. Jetzt ging er wieder. Moment. Und was habe ich da jetzt gerade versucht? So schief kann man keinen Walljump machen. So, nochmal. Ich bin hier an der Kante abgerutscht. Ja, das kann jetzt lange dauern. Es wird, glaube ich, so ein richtig aufregender Part hier, Mann. Ja, komm, Mario, du kriegst das doch jetzt mal hin.
krieg die Krise und jetzt verliere ich auch noch Leben, aber hier ist ein Herz. Diese Herzen so, kann man drehen sich ganz normal, aber die kann man auch nochmal Dollar drehen. Wenn man die dann Dollar dreht, dann regeneriert man sein Leben. Sehr nützlich. Gott. Nochmal. Wie lange brauche ich ungefähr? Hier eins. So. Hier nochmal so ein Na, da gehe ich mal. Man kann die Perspektive auch zur Mario-Perspektive wechseln. Da ist man ein bisschen näher dran. Schaut immer dahin, wo Mario gerade hinschaut. So, als ob Mario die Kamera in der Hand hätte. So, nur um an den Stern sicher ranzukommen. Und dann habe ich den Stern. Oh, das wäre Nummer 19. Ich bin gerade am Überlegen. Nummer 19, Nummer 19, Nummer 19. Ich mache noch den Stern Nummer 20. Den hole ich mir nämlich jetzt woanders her. Ihr habt noch, ihr wisst noch, dass hier so ein, dieser Teppich jetzt öffentlich angefangen hat, darauf hat angefangen Licht zu scheinen. Wenn wir da hingucken, in der Ego-Perspektive, kommen wir in dieses Level. Und hier finden wir den roten, na, sag schon, Schalter. Der dann halt alle roten, nein. Fuck, 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 fuck. Nochmal. Ich brauche die ganzen Münzen. Das ist am besten beim ersten Versuch. Ich beim ersten Versuch kann man noch ganz richtig schön fliegen. Wie man hier vielleicht sieht. Wir werden hier den roten Schalterpalast. Also den roten Schalter drücken. Oder auch nicht. So, ich möchte sofort zu Beginn auch gleich den rote Münzenstern kommen. Deshalb mache ich das nochmal, auch wenn es vielleicht für manche komisch aussieht. Aber doch, ich möchte das nochmal haben. Wenn wir den Schalter halt gedrückt haben, wie bei Super Mario World, sind halt alle roten Blöcke aktiviert und wir können diese, je nachdem wo die erscheinen, die Blöcke überall dann benutzen. Sollte ich jetzt nicht zu schnell werden, weil sonst überfliege ich die. So, es sieht jetzt einfach aus, dass man mit der Flügelkappe so gut agieren kann. Das ist sozusagen Irrtum. Das kann man normalerweise nicht mehr so gut, wenn man den, wenn man die Mütze ein zweites Mal sich versucht zu schnappen, dann geht das nicht so gut. Dann muss man wirklich ab und zu ein bisschen tricksen. Naja. Auf jeden Fall holen wir uns hier den 20. Stern und beenden somit diesen Part für heute, für dieses Mal. Wir sehen uns im nächsten Part der Super Mario 64 wieder. Ich denke mal, doch. Dann werden wir das Level beenden. Ja, das können wir jetzt. Das werden wir dann auch beenden. Was fehlt uns hier noch? Das können wir nicht auch beenden. Und hier können wir bis auf einen. Hier können wir uns noch einen weiteren Stern oder zwei weitere holen. Dann wäre dann eigentlich auch schon mal Bosszeit angesagt. Aber das sehen wir dann im nächsten Part. Also, bis dahin. Ciao, ciao.